Mein Kind, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mass Effect 3. Ich beantrage eine Versetzung in eine Zone mit Reapern, Sergeant. Darf ich fragen, wie Sie darauf kommen, dass Ihr Einsatz besonderen Bedingungen unterliegt, Private? Ich glaub, Private. Private. So. Ich habe ja versprochen, dass wir uns jetzt in dieser Folge endlich mal aufmachen, die nächste Hauptmission zu machen. Und ich halte mein Versprechen. Machen wir nämlich auch. Ganz ehrlich, wir haben genug Shit für die Galaxie gemacht. Jetzt kann die Galaxie auch mal was für uns tun. Jo. Wo das natürlich Bullshit ist. Anadios. Oh, das ist aber weit weg. So weit weg, hä? Schwupp, ach du Kacke, ey. Gut, es wird mir einiges klar. Warum er so eine geile Aussicht immer hat. Das ist natürlich monströs. Der rote Supergigant Anadios ist eine Fußnote auf den Sternenkarten des Pferdekopfnebels. Ein kalter, sterbender Stern mit der 20-fachen Masse und dem 1500-fachen Radius von Sol, unsere Sonne. Zwischen den regelmäßigen Sonneneruptionen ist die unauffällige Raumstation kaum auszumachen, die zudem auf keiner Karte verzeichnet ist. Edis Hinweis. Größe und Form der Station lassen darauf schließen, dass viele Schiffe dort andocken könnten. Für exakte Werte müssten allerdings aktive Scans durchgeführt werden, die wiederum die Anwesenheit der Normandy verraten würden. Die zusätzlich gewonnene Präzision ist das Risiko nicht wert. Danke. Shepard, Ihre Informationen sehen gut aus. Die Flotten sind bereit. Aber? Wenn wir gegen Cerberus vorgehen, werden es die Reaper bald darauf mitbekommen. Und der Tegel? Fertig. Bis auf den Katalysator. Aber wir können die Schiffe, die Cerberus angreifen, nicht verstecken. Sobald wir angreifen, ist der Tegel nicht lange sicher. Eine Aktion gegen Cerberus wäre die erste Phase unseres Angriffs auf die Erde. Was ist, wenn Cerberus die Info nicht hat, die wir brauchen? Oder wir sie nicht bekommen? Dann fliegen die Flotten zur Erde und wir hoffen das Beste. Aber wir sind sicher, dass Cerberus und der Unbekannte die Information haben, die wir brauchen. Und wir werden sie überraschen. Cerberus ahnt nicht, was sie erwartet. Okay. Ich glaube, das ist jetzt so ein Punkt ohne Wiederkehr. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Komm, das angreifen lass. Die Reaper und Cerberus haben angefangen. Und wir beenden es jetzt. Ich mobilisiere die Flotten. Oh yeah. Nicht schon wieder. Der kleine Bengel. Hallo. Shepard. Ich höre Stimmen. Shepard. Persönliches Interesse für Nachverfahren. Aber ein bisschen gesehen. Multispezies auch für unsere kulturellen Spielzeuge. Ihr werdet Fälle, musst du immer die Platte von uns übernehmen. What the fuck, einfach nur. Shepard, wir sind da. Die Crew wartet.
Das Einsatzteam ist drin. Stellung etabliert. Fünfte Flotte, Vorstoß. Und danach will ich an meinem Himmel kein Cerberus-Schiff mehr sehen. Shepard, ich sollte Sie bei dieser Mission begleiten. Warum? Das ist die Operationszentrale von Cerberus. Die Sicherheitsmaßnahmen werden massiv sein. Meine Kenntnis der Cerberus-Algorithmen und die aktualisierten Protokolle dieses Körpers sind Ihre beste Chance auf Erfolg. Packen Sie Ihr Zeug. Mann, das stinkt doch, ey. Na gut. Das wäre sowieso wieder die Qual der Wahl gewesen. Und Garrus natürlich, ne? So, klar. Dream Team hier vorm Herrn. Ja. Ja. Edi! Ich weiß gar nicht, ich glaube, sie hatte ich aber auch schon einigermaßen ausgerüstet, oder auch nicht. Oder auch nicht. Ich nehme mal die hier. Ich meine, hey, Präzision für Maschinengewehr, das ist doch das, was wir alle wollen. Komm, nochmal Präzision, weil wir noch nicht genug haben. So, was nehmen wir hier? Ich würde gerade sagen, dann nehmen wir natürlich wieder die Scorpion. Denn Schaden ist das Wichtigste. So. Zurück. Ich glaube, die anderen haben soweit gute Waffen. 6 Punkte. Keine Ahnung. Ich benutze die ganzen Skills sowieso nicht, ey. Interessiert mich nicht. So, bitteschön. Bitteschön. Und los. Das sieht geil aus, oder? Joker, wie ist unser Status? Eine Stellung ist etabliert, aber das heißt nicht viel, Commander. Die Startbuchten werden von Jägern bewacht. Können Sie uns reinbringen? Hey, ich habe uns nach Ilos gebracht. Ich schaff das schon. Könnte aber ein bisschen turbulent werden. Tun Sie Ihr Bestes. Shepard, ich bin bereit. Moment mal, was? Sind Sie verrückt? Sie können nicht ins Cerberus Hauptquartier marschieren. Sie haben vielleicht ein Virus oder einen Notschalter oder... Es wird schon gut gehen, Jeff. Gehen Sie zum Shuttle, Edi. Die fünfte Flotte hat ihre Linien durchbrochen. Sie formieren sich neu. Jetzt ist ein guter Zeitpunkt. Tut sicher weh, Sie nicht begleiten zu können. Ja, es ist beschissen. Danke, dass Sie es erwähnen. Gern geschehen. Hey, Shepard. Passen Sie auf Sie auf. Und Sie auf sich. Sehr schön. Schrotflinte? Nee, nehmen wir erstmal das hier. Erstmal Präzision. Ah, ich hab das ja schon ein bisschen vermisst, muss ich einfach mal zugeben. Terminierung. Hier, ich hab was für euch. Ja, ja, alles gut, alles gut. Ups. Sofort schlecht geschossen, aber ich habe trotzdem den Typen weggemacht. Also alles gut. Wo ist denn noch? Hier war doch noch irgendwo einer. Oh oh, was höre ich denn da? Wir haben einen Nemesis. Aber wo? Da oben, ne? Hab ich sie gekriegt? Scheint so, okay. Eieiei. Eieiei. Ei.
da haben wir doch auch was. Shit. Oh oh. Ich muss mich verstecken. Einmal schön Rückzug. Ja. Leute, ihr müsst das Glas zerstören. Ach, Kinas. Ihr habt doch sowieso keine Chance. Achilles-Protokoll. Können Sie das verhindern? Ich brauche eine aktive Konsole. Versuchen wir es auf der oberen Ebene. Gibt's hier was? Nö. Okay, wie kommen wir da hoch? Ah, da ist eine. Da ist eine Leiter. Anker 16 gesichert. Aktiviere Achilles-Protokoll. Shepard, wir müssen eine Konsole. Ja. Cerberus daran hindern, den Hangar zu entlüften. Jetzt halt doch mal deine Backen, ja. So, hier. Edie, ich habe eine Konsole. Los. Hangarentlüftung deaktiviert. Können Sie den Hangar öffnen? Nein. Allerdings, ich kann den Start Ihrer Jäger steuern. Shepard, Cerberus weiß, dass die Entlüftung fehlgeschlagen ist. Die schicken Verstärkung. Zeig nochmal dein Köpfchen, komm. Na komm. Ach, verdammt. Warum schieße ich so scheiße? Gut. Burken? Ein weiteres Cerberus-Team ist unterwegs. Sie haben wohl rausgekriegt, was wir machen. Jetzt halten Sie uns nicht mehr auf. So sieht's nämlich aus. Oh oh, Nemesis. Ihr könnt smoken so viel ihr wollt, ey. Das juckt mich gar nicht. Einfach mal reinhalten. Verdammt! Oh! Das war ja gar nicht scheiße. Was? Ihr habt nichts gesehen. Aber der kam schneller, als ich erwartet hatte, der Töp. Oh, geiler Schild. Können wir den aufsammeln? Nicht, dass ich ihn benutzen würde, ne? Ich meine, nur Noobs kämpfen mit dem Schild. Was ist hier? Deaktiviere Sicherheitssystem. Der Jäger müsste jetzt Richtung Hangartür gestartet werden können. Perfekt, dann nichts wie runter. Gibt's hier noch was? Keine Rolle gegen die Tür. Munition, was ist das? Ich könnte hier runter, aber ich will mich noch ein bisschen umschauen. Aha! Okay, Munition voll. Seht ihr mal, da habe ich noch ein paar Credits abgreifen können. So, was haben wir hier? Starte Jäger. Ah, okay. Beeindruckend. Voll gut, ey. Das Zentrallabor befand sich hinter diesem Hangar. Ich schlage vor, wir folgen dem Jäger. Zur Kenntnis genommen. Los. Yeah! Alarm! Eindringlinge! Alle bereit machen zur Sicherheitsabriegelung. So, diesmal machen wir es ein bisschen anders. Wiederhole! Feindliche Kräfte sind eingedrungen. An alle Einheiten, macht die Meldung!
Das wird mich voll, dass Edie sich verdoppeln kann. Aber gut. Kann ich mich hier noch verstecken? Nee, kann ich nicht. Dieser scheiß Rauch, ey, der nervt richtig. Das war das letzte Cerberus-Team in diesem Bereich. Sehr gut. Wir haben ihre vorderste Linie durchbrochen. Jetzt können wir richtigen Schaden machen. Oh ja, aber das natürlich erst in der nächsten Folge von Let's Play Mass Effect 3. Ich bin mal sehr gespannt, wie es hier weitergeht. Das sieht ja schon mal vielversprechend aus. Schauen wir mal. Und dann geht's endlich mal für den Unbekannten eine aufs Maul, ne? Darauf haben wir uns doch schon die ganze Zeit gefreut. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal bei Let's Play Mass Effect 3. Auf Wiedersehen.